So, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen heute hier wieder mal zum Webinar Täglich neue Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Ich hole noch gerade den Chat rein und dann geht das Ganze auch schon los. So. Okay. Hier haben wir auch alles. Gut, prima. Dann, wie immer, bevor wir starten, kleiner Risikohinweis noch. Ah, okay, ich sehe hervorragend. Zoom funktioniert. Super, so soll das sein. Alles klar. Dann, Chats sind drin. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Guten Morgen, Olaf. Hi, Mario. Andreas, hallo, prima. Sehr, sehr schön, freue ich mich. Dann legen wir heute richtig los hier und zwar mit dem Risikohinweis, ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ganz wichtig, das, was ich heute hier mache, sind zwar Analysen, aber es ist eben nur meine Meinung. Das dient hier rein den Lehr- und Lernzwecken wie immer. Das ist bitte nicht als Handelsempfehlung oder Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte gedacht. Ja, das bitte beachten. Okay, bevor wir heute in die Charts reingehen, werfen wir wie immer einen Blick auf die News des Tages. Da haben wir also heute schon gehabt um 8 Uhr das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Ein bisschen besser als erwartet. Ja, da stehen zwar Minuszeichen davor, also es ist schlechter geworden zum Vorquartal, aber etwas besser als erwartet. Es waren minus 11,7% fürs Jahr erwartet, es sind minus 11,3 geworden, es sind minus 10,1 fürs Quartal erwartet worden, es sind 9,7 geworden, also etwas besser. So, was haben wir heute noch? IFO-Geschäftserwartungen, IFO-Geschäftsklimaindex, das ist wichtig, ja, um 10 Uhr, das wird den DAX bewegen, das wird sicherlich auch den Euro bewegen, also das ist nicht unwichtig. Da bin ich ganz gespannt, wie das kommt. Bruttoinlandsprodukt etwas besser. Es könnte sein, dass auch der Geschäftsklimaindex wieder etwas besser wird als beim letzten Mal. Das wäre weiterhin positiv für die Märkte. Die Indizes haben ja gestern ordentlich aufgedreht. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Wir haben jetzt also die wichtigen Ausbruchslevel gesehen im S&P. Der DAX ist dabei, wieder über die 13.000 zu gehen, nachhaltig. Das sieht nach wie vor alles sehr, sehr bullisch aus, was wir da sehen. Damit starten wir gleich mit Blick auf die Indizes. Es ist schon strange, ja. Wir haben eine schwere Rezession in den USA. Wir haben in vielen Ländern der Welt eine Rezession und die Märkte machen neue All-Time-Highs. Das ist schon strange. Aber da sieht man ganz klar wieder den alten Tipp, den alten Hinweis, ja, never fight the Fed. Das ist eben auch dieses Jahr wieder absolut aktuell. Die Fed bringt Liquidität, die Fed bringt Kapital und das treibt die Märkte eben weiter nach oben. Dann haben wir heute um 16 Uhr, ganz wichtig, CB Verbrauchervertrauen und Verkäufe neuer Häuser. Die Housing-Zahlen, die waren zuletzt hervorragend in Amerika. Also genauso wie es an den Aktienmärkten boomt, genauso boomt es im Moment an den Immobilienmärkten. Ist alles ein bisschen schwierig zu verstehen. Ja, wir haben eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit in den USA. Wir haben viel Angst in den USA. Aber anscheinend gibt es immer noch mehr als genug Geld. Ja, die Hauspreise, die sind auf Rekordniveaus. Die Anzahl der verkauften Häuser ist extrem hoch. Die Anzahl, also sowohl der verkauften neuen Häuser, die waren in den letzten Monaten sehr gut oder in den letzten Wochen sehr gut, als auch die Hausverkäufe bestehender Häuser. Ja, da haben wir auch Rekordzahlen gesehen wieder. Also es ist schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation. Ja, und es sind zwei Dinge, die hier zusammenkommen. Das eine ist tatsächlich Never Fight the Fed und das zweite ist The Trend is Your Friend und zwar so lange, wie der läuft. Ja, und wir haben im Februar, März eine Phase gehabt, wo die Aufwärtstrends gebrochen waren, wo es auch kräftig gekracht hat
Und dann sind wir kurz danach relativ schnell wieder in die Trends reingegangen. Und dann muss man als Händler einfach den Trends folgen. Ja, so schwer wie es fällt, da hat man normalerweise keine andere Wahl. Einfach den Trends hinterhergehen und dann stellen wir uns langfristig damit auch gut auf. Okay, ansonsten, der Rest ist nicht ganz so wichtig. Rohöllagerbestände natürlich für alle Ölhändler. Aber das ist ja auch ein alter Hut, die kommen ja ständig. Okay, so, dann gehen wir jetzt direkt in die Charts rein. Okay, wir starten mit dem Blick auf die Indizes, haben wir ja gesagt. Ja, da schauen wir einmal hier allgemein. Wir hatten im DAU hier diese schöne Bull Flag gesehen. Ja, der war etwas schwächer als die übrigen Märkte, aber das Ganze ist am Ende ein bullisches Setup. Die Retracements sind gelaufen hier nur an dieses Support-Level 27,6. Jetzt, die letzten 3 Tage, sind wir extrem stark hier im DAU. Auch heute schon wieder, seit Markteröffnung in der Nacht, drückt das Ganze hier weiter nach oben. Das ist gut. Ja, das ist wirklich gut. Für die gesamte Marktbreite ist das gut. Wir haben es auch gesehen im Russell 2000, der ist auch schön gegangen. Das heißt, diese Rallye, die sich bisher auf ganz wenige sehr gut laufende Aktien verteilt hat und der Rest ist so mehr oder weniger hängen geblieben am Markt, die verbreitert sich jetzt so ein bisschen. Ja, also das heißt, es werden auch wieder Werte gekauft, die vorher wochenlang gemieden worden sind. Wenn wir uns anschauen, was gestern die besten Werte waren, das waren Reiseunternehmen, Fluggesellschaften, ja, die haben gestern alle so 10% und mehr zugelegt, ja, Kreuzfahrtgesellschaften, also diese ganzen Recovery Plays, die werden jetzt gespielt. Das ist gut, ja, das ist insofern gut, weil eben eine Apple trotzdem wieder 1% gestiegen ist. Das heißt, wir haben keine starken Umschichtungen. Es ist nicht so, dass aus den großen Aktien jetzt die Gelder rausgezogen werden, die so sehr gut gelaufen sind in der letzten Zeit und die Gelder in die kleineren Aktien oder eben jetzt in diese Value Plays umgeschichtet werden, sondern es ist tatsächlich Geld, was zusätzlich da reinkommt. Ja, die extrem hochgekauften Werte halten sich oben und die anderen holen nach. Das heißt, diese Rallye gewinnt gerade so ein bisschen an Marktbreite. Ja, das ist prinzipiell erstmal weiter positiv zu sehen. Das bedeutet im DAU, wir kommen mit ein bisschen Glück hier in die gleiche Situation, wo wir im S&P jetzt relativ lange waren, nämlich, dass wir hier an diese All-Time-Highs ranlaufen, ja, und dann vielleicht hier wieder ein paar Tage brauchen, bis das Ganze weiter nach oben geht. Ja. Aber prinzipiell sieht das Ganze recht gut aus. Ja. Auch beim S&P haben wir eben jetzt diese Level, auf die wir so lange gewartet haben hier. Nämlich diese letzten Hochs hier, diese All-Time-Highs, die haben wir überschritten gestern. Und wir sehen, wie hier sofort Druck im Markt ist und sofort Käufer nachkommen. Also auch hier verbreitert sich die Rallye einfach auf diese 500 Werte. Wir haben also gestern viele, viele Werte aus dem S&P gesehen, die in der letzten Zeit gemieden worden sind, die gestern gekauft worden sind. Wenn sich diese Bewegung so weiter fortsetzt, dann haben wir gute Chancen, hier nochmal eine ordentliche Schippe nach oben drauf zu legen. Und ich glaube, über Nasdaq brauchen wir gar nicht groß reden. Ja, Technologie rockt. Das ist das, was wir hier sehen. Wir kriegen kleine Rücksetzer auf alte Hochs. Ja, das war hier der Fall, das war hier der Fall. Und danach rennt das Ganze einfach wieder weiter. Und wir sehen, dass wir hier sehr, sehr sauber in diesem Trendkanal uns befinden, der seit Anfang April hier läuft. Ja, und wir haben jetzt wohlgemerkt August, bald September. Ja, und die ganze Zeit läuft der Nasdaq hier wirklich sehr, sehr sauber in diesem Trendkanal. Ja, das Maximum, was wir hier bekommen, ist mal so eine kleine ABC-Korrektur. Ja, die dann so wie hier aufgestellt ist.
Das war, glaube ich, in den letzten 6 Monaten die negativste Chartkonstellation, die wir hier überhaupt gesehen haben im Nasdaq. Da hatten wir einen Doppeltop im Tageschart und sind unter das letzte Tief gegangen. Das sah absolut bärisch aus, das sah topisch aus. Da haben wir gedacht, okay, jetzt hat sich diese Reise nach oben erstmal erledigt. Jetzt testen wir zumindest mal den Bereich dieses alten Hochs hier. Ja, naja, ist natürlich nicht passiert. Ja, das Ding ist direkt weitergelaufen und wenn man sowas sieht, das ist einfach bullisch und dann kann man machen, was man will, da muss man halt kaufen. Ja. Okay, werfen wir einen Blick auf den DAX. Auch der sieht wieder etwas besser aus. Wir hatten auch im DAX, so ähnlich wie wir es im Dow gesehen haben, hier so eine kleine Bull Flag, ja, die über so ein paar Tage gegangen ist. Das war alles nicht ideal, weil das Tief hier schon tiefer war als das letzte. Und das ist eben auch immer noch die gleiche Situation. Wir laufen jetzt hier in diesen Widerstandsbereich rein. Ich ziehe den mal hier ein bisschen rüber. Ja, das ist jetzt der Widerstandsbereich, in dem wir hier drin sind. Deswegen ist der rot. Also packen wir nochmal rein hier für morgen. So, dieser Widerstandsbereich. Na komm schon. So, jetzt haben wir es. Einmal in Rot. Okay. Ja, und das ist eben nicht so ideal, dann in diesen Bereichen zu kaufen. Wir hatten darüber gesprochen, entweder man kauft hier unten im Support-Bereich so um 12,8, 12,57, das ist ein Bereich zum Kaufen. Oder man nimmt dann hier ganz aggressiv die Ausbrüche, fand ich aber jetzt nicht ideal. Da hätte ich lieber die US-Märkte getradet, die haben auch deutlich mehr gebracht. Aber insgesamt sieht das auch schon wieder gar nicht so schlecht aus. Wir hätten wahrscheinlich eine gute Chance, auch hier nochmal zum All-Time-High zu laufen, wenn diese Bewegung sich jetzt ein bisschen weiter fortsetzt. Also Indizes insgesamt bullish, ja. Der japanische Index hier, der Nikkei, der versucht auch noch hier nach oben auszubrechen, ist auch aus der Bull Flag ausgebrochen gestern. Also auch da tut sich ein bisschen was. Den australischen, ja, den verfolgen wir ja jetzt hier schon die ganzen 2 Wochen. Der hängt die ganze Zeit hier oben an der 6190 fest. Wenn der auf 62 und da drüber geht, dann ist hier auch endlich das Kaufsignal da. Das könnte dann auch ein bisschen Musik noch bringen. Gestern haben wir auf den Schweizer Index geschaut, haben gesagt, da liegt das Breakout-Level hier so bei 10,340 ungefähr aus diesem Dreieck. Auch bullish im Prinzip, ist aber allerdings ein Widerstandsbereich hier oben. Und ja, die anderen Europäer hier, die schwächeln halt alle noch ein bisschen. Die sind an wichtigen Widerstandsbereichen, die kommen für mich zum Kaufen hier nach wie vor erstmal nicht in Frage. Gut. Also soweit zu den Indizes. Was haben wir heute hier noch auf der Uhr? Aussie New Zealand Dollar, ja, hatten wir ja hier schon seit längerem beobachtet. Und zwar hatten wir in diesem Wochenchart hier angefangen vor 2 Wochen. Ja, da standen wir noch hier unten und hatten eben gesagt, hey, dieses Level hier, dieses Doppeltop, wenn wir da drüber gehen, das ist absolut bullish. Der Ausbruch ist gekommen. Wir haben den ersten Zielbereich erreicht, nämlich hier oben die 1,10. Haben dann ein Retracement gesehen hier. Ja, und haben dann so quasi 2 Wochen Pause jetzt hier. Das ist ein ganz typisches Szenario. Ich will das einmal kurz skizzieren hier. Wenn ihr sowas seht, dass ihr in einem Aufwärtstrend oder auch in einem beginnenden neuen Aufwärtstrend so ein sehr starkes Momentum kriegt, eine sehr starke Momentumkerze wie diese hier, dann haben wir häufig danach 2 Wochen Pause. Ja, die sehen dann vielleicht so aus, ja, entweder so zwei kleine rote oder auch eine rote und eine grüne noch. Ja, oder auch eine rote. Und eine schwarze, ja, die sich dann kaum bewegt, sowas wie wir jetzt hier hatten. Ja, das sind so typische Setups, wo danach dann häufig, wenn diese Korrekturen nicht weit nach unten laufen, wo es dann im nächsten Part
wieder deutlich nach oben geht und sich diese Momentumbewegung weiter fortsetzt. Das haben wir also ganz häufig. Momentum, 2 days of rest und dann wieder Momentum. Ja, und hier sieht es ein bisschen ähnlich aus gerade. Wir haben das starke Momentum, haben jetzt hier eine Woche Pause gehabt in der letzten Woche. Werden jetzt mal sehen, wie diese hier schließt. Wenn die aber nicht so super stark schließt, dann haben wir für die nächste Woche hier die Chance, dass wir hier deutlich weiter nach oben laufen. Das finde ich ganz interessant. Auf dem Tageschart ist es auch sehr, sehr schön hier. Gehen wir mal ein bisschen hier rüber. So. Hier ist es nämlich ja im Prinzip diese Bull Flag, die wir jetzt hier drin haben. Ja, das ist also eine Bull Flag im Tageschart, die nach einem schönen Momentum kommt. Sieht wirklich ideal aus. Ja, wir laufen hier schön in diese Fahnenstange rein, haben dann hier die Flagge. Und hier würde ich halt erwarten, dass sich diese Bewegung in die Trendrichtung weiter fortsetzt. Das sieht also auch ganz nett aus. Das Ganze finden wir hier auch schön auf dem 4-Stunden-Chart. Ja, auf dem 4-Stunden-Chart ist hier ungefähr die Flag. Und ich hatte es ja gestern auch schon gesagt, ich handle nicht so gern diese schrägen Ausbrüche. Ich suche mir dann lieber irgendwo eine horizontale. Hier ist die aggressivste Variante einzusteigen. Man könnte aber auch etwas defensiver dieses Level hier nehmen. Wenn wir da drüber laufen, dann haben wir gute Karten, dass sich die Bewegung nach oben hin weiter fortsetzt. Bis wohin könnte die laufen? Naja, das suchen wir uns ganz einfach hier auf der größeren Zeitebene. Ja, die könnte so hier oben bis in diesen Bereich laufen, 1,1170 erstmal. Das ist dieses alte Hoch und im zweiten Schritt könnte das dann auch noch bis hier oben 1,1290 gehen. Ja, da ist also noch Platz. Das sieht alles ganz nett aus. Wir haben die Trendindikatoren, sehen wir hier alles grün, ja, also im Prinzip alles Richtung steigende Kurse. Das ist schön, ja, da gibt es wirklich schlimmere Setups. Wir haben gestern so ein Ding gesehen, da gucken wir gleich mal rein. Da hatten wir gestern ein schönes Setup, das sah zumindest morgens schön aus, das hat dann direkt gedreht. Da war ich sehr, sehr unzufrieden mit dem Verlauf gestern, aber da können wir gleich nochmal drauf schauen. Aber prinzipiell sieht das Ganze hier für Aussie-Dollar, New Zealand-Dollar weiter ganz gut aus. Ja. Man kann natürlich dann auch immer noch mal schauen, wie sich diese Einzelwerte im Vergleich zum US-Dollar entwickeln. Das können wir gerade mal machen. Und zwar haben wir dann einmal den Aussie-Dollar, US-Dollar. Da sehen wir, der läuft hier quasi jetzt seit 4, 5 Wochen seitwärts. Ist hier auch an einem wichtigen Widerstandslevel oben bei 0,7230. Der kommt also im Moment nicht so richtig weiter. Trendindikator ist noch klar grün, aber Stochastik ist eben im überkauften Bereich. RSI sieht gut aus auf dem Wochenchart. Das mag ich sehr gerne, wenn der hier oben in diesem hohen Bereich flach verläuft auf dem Wochenchart. Da haben wir gute Karten, dass es hier auch nochmal einen Push gibt. Also australischer Dollar ist recht stabil. Ja, wir sehen es hier auch schön auf dem Tageschart. Ne? Diese Seitwärtsrange ist recht stabil, ist hier auch mal aus so einer kleinen Bullflag ausgebrochen, hat sich 2 Tage weiterentwickelt. Ist jetzt hier im Test vom Unterstützungslevel. Wenn der wieder nach oben läuft, sollten da wieder Käufer reinkommen. Und jetzt gucke ich nochmal kurz, ob ich den New Zealand Dollar auch hier habe. Nee, habe ich nicht. Den suchen wir uns dann einmal hier in der Übersicht. So, ja, hier haben wir New Zealand Dollar gegen US-Dollar und da sehen wir hier, der hat eine ganz klare Schwäche. Ja, der ist hier gestern, vorgestern schon unter diese Tiefs gegangen. Unter dieses letzte wichtige Tief ist der hier schon kurz weggerutscht. Stochastik sieht sehr schwach aus, Trendindikator sieht schwach aus, geht hier nach unten. RSI läuft nach unten. Also der Neuseeland-Dollar ist weiter sehr, sehr schwach und dann ist es natürlich clever, sich einen stabilen, stärkeren Markt zu suchen, eine stärkere Währung und die dann eben gegen den New Zealand-Dollar zu traden. Ich tue mich ein bisschen schwer im Moment mit US-Dollar-Werten, einfach weil wir so eine extreme Long-Ausrichtung bei den Commercials haben im Dollar-Index. Deswegen habe ich im Moment ganz gerne die Crosses und nicht direkt die Währungspaare gegen den US-Dollar. Da ist man dann nicht ganz so dollarabhängig. Alle Augen sind im Moment auf den US-Dollar-Index gerichtet, deswegen ist da wirklich alles möglich.
Aber prinzipiell sehen wir, New Zealand Dollar hat eher eine Schwäche und Aussie Dollar ist eher relativ stabil. Ja. Okay, was habe ich noch auf der Uhr? Eine Sache wollte ich noch zeigen und zwar gehen wir hier mal, so, das mache ich erstmal wieder kleiner und so. In den Euro-japanische Yen, den finde ich auch ganz interessant heute. Und zwar sehen wir hier, ja, ganz klar die auf dem Wochenchart, die Aufwärtssequenz, die hier läuft. Das ist die aktuelle Aufwärtssequenz. Und was daran wichtig ist, wir kommen natürlich von oben. Ja, keine Frage. Wir kommen hier aus einem sehr intakten, stabilen Abwärtstrend. Ich zeichne einfach mal die großen Swings hier ein. Das ist der Abwärtstrend, aus dem wir kommen. Ja, man sieht es auch sehr, sehr schön hier unten am Trendindikator. Ganz klar negativ, ja, die ganze Zeit über. Aber jetzt sind hier zwei Dinge interessant. Und zwar haben wir zum einen hier mit ein bisschen hin und her gedreht, deutlich in die Long-Richtung. Ja, wir sind also auf dem Wochenchart jetzt hier ganz klar long ausgerichtet. Und wir haben das letzte Hoch hier überschritten, haben danach nochmal einen Rücksetzer gesehen und wieder ein neues Hoch. Und diese kleine Bewegung, die jetzt hier gerade läuft, diese hier, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Test von diesem alten Support-Level hier. Das zeichne ich mal gerade hier ein. Das fängt hier drüben ungefähr an. Das zieht sich bis hier an dieses Hoch hin. Das ist also das Support-Level, das ist getestet worden. Schön der Rücksetzer hier rein und jetzt geht das Ganze auf Woche hier wieder nach oben. Und jetzt schauen wir uns das auf dem Tageschart an. Und da sehen wir auf dem Daily, wow, okay, also wir haben auf dem Daily hier ganz klar den Trendwechsel gehabt. Ja, sind also hier deutlich im Aufwärtstrend. Oh, das wollte ich nicht. So, sind hier deutlich im Aufwärtstrend. Na, alles grün. Und wir sind hier in einer schönen Bullflag drin. Ja, das hier ist die Bullflag. Und bis wohin ist der Rücksetzer gelaufen? Naja, viel besser geht es ja eigentlich schon gar nicht mehr. Der Rücksetzer ist hier genau bis in diese Kaufzone, bis in diesen Kaufbereich auch auf dem Daily gelaufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier sehen, dass die Bewegung sich nach oben weiter fortsetzt, ja, ist das ein positives Setup, ein bullisches Setup. Auf dem 4-Stunden sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir haben hier die Abwärtstrendlinie. Ja, da versucht der Kurs gerade drüber zu laufen. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, also schräge Linien finde ich nicht so ideal. Ich habe es lieber horizontal. Das wäre der erste mögliche Einstieg hier. Der zweite, der vielleicht ein bisschen stabiler ist, weil der dieses Momentum dann hier auch noch komplett zurückholt, der wäre hier oben. Ja. Kursziele findet man hier auch relativ einfach. Natürlich als erstes mal das alte Hoch hier. Das ist natürlich ein Kursziel. Und für den nächsten Schritt, ich gehe mal hier einfach jetzt in die größeren Zeitebenen, gehen wir hier einen Schritt zurück für die nächsten Ziele und dann liegen wir nämlich schon hier oben bei 1,2740 mit dem nächsten. Ja. Und von daher, hier kann man, wenn wir uns das Ganze auf den 4 Stunden anschauen, durchaus ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis aufbauen. Auch wenn man den Einstieg jetzt meinetwegen erst hier oben nimmt, den Stop dann vielleicht irgendwo hier unter den Tiefs, ja, dann haben wir hier bis zum ersten Ziel ungefähr ein 1 zu 1, bis zum zweiten Ziel vielleicht so ein 1,3 zu 1. Ja, und die kann man ja dann auch laufen lassen. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Teilgewinnmitnahmen durchaus möglich. Okay. Also, das sind die Setups, die ich für heute interessant finde hier. Euro-Japanisch-Yen auf der Long-Seite, Aussie-New Zealand-Dollar auf der Long-Seite, die Indizes auf der Long-Seite, ganz klar. Und jetzt will ich nochmal kurz den Griff ins Klo zeigen von gestern. Wir haben über die letzten 2 Wochen hier sehr viele schöne, gute, profitable Setups gehabt. Gestern haben wir uns den Cut Swiss Franc angeschaut, ja.
Und jetzt möchte ich euch eine Sache zeigen, das, was wir gestern gemacht haben, das erste Mal eigentlich in dieser Woche oder überhaupt seit wir hier jetzt zusammen sind, die Tage ist. Wir haben uns ein Long Setup gesucht in einem Markt, der in den größeren Zeitebenen hier im Gersh-Trend-Indikator noch rot war. Das heißt, abwärts gerichtet. Ja, ist riskant. Ja, das war ein absolut spekulatives Setup. Ist riskant. Die Position, ich habe die auch aufgebaut, die läuft auch noch. Ja, sieht aber nicht mehr so gut aus. Was haben wir gemacht? Wir haben uns auf dem Tageschart hier, also wir haben auf dem Wochenchart angefangen, haben auf dem Wochenchart gesagt, okay, wir sind hier in einen wichtigen Bereich gelaufen, haben hier sowas wie eine lange Bull Flag gesehen, sind hier nach oben ausgebrochen. Im Prinzip aus diesem, es ist eher ein Abwärtstrendkanal, als dass es eine Bull Flag ist. Es ist ein Abwärtstrendkanal. Aber was mir hier eigentlich gut gefallen hat und auch immer noch ganz gut gefällt, ist diese Kreuzung hier im unteren Bereich. Ich habe es gestern gezeigt. Jedes Mal, wenn wir hier gekreuzt sind, hat sich eine deutliche Aufwärtsbewegung angeschlossen von 2, 3, 4 Wochen Aufwärtsbewegung. Wir haben hier gekreuzt. Wir haben bisher eine Woche deutliche Aufwärtsbewegung. Das heißt, da ist noch Raum nach oben. Und dann haben wir uns auf dem Tageschart hier dieses Setup gesucht, haben dieses kleine Dreieck genommen und haben gesagt, okay, wenn wir hier nach oben ausbrechen, und das ist gestern passiert, wohlgemerkt, wir sind hier ganz kurz nach oben rausgegangen, nur um danach sofort wieder abverkauft zu werden. Ja, das passiert, das gehört mit dazu. Ich sage euch ganz klar, das passiert euch am häufigsten, wenn ihr Trades gegen die Trendrichtung aufbaut. Ja, und die Trendrichtung in Woche und Tag war hier eben noch klar abwärts. Wir haben noch eine Chance, dass diese Position in den Profit läuft. Aber ich sehe die Chancen deutlich schlechter als gestern. Das, was ich gerne gesehen hätte, war, dass wir hier rauskommen. Ja, hier unten war die Markteröffnung, dass wir hier nach oben rausgehen, eine schöne Dynamik sehen, einen starken Close. Ja, und dann wäre es das perfekte Setup gewesen. Aber es ist eben genau andersrum gekommen. Wir haben kurz den Fake gesehen, haben jetzt hier eine sehr schwache Kerze. Das ist im Prinzip sogar wieder fast eine Umkehrkerze. Aber das läuft ja die ganzen 4, 5 letzten Handelstage schon so, dass sich ständig diese Kerzen hier umdrehen. Ja, wir haben hier ein 180 in die Short-Richtung, ein 180 in die Long-Richtung. Ja, dann haben wir hier wieder eine Umkehrkerze, die vorher auch noch fieserweise ein höheres Hoch gemacht hat. Also es ist sehr tricky im Moment hier in den Währungen. Wir sind choppy seitwärts, das ist immer ungünstig. Und da ist es einfach besser, sich an die langfristigen Trends zu halten. Ja, also das hier war tatsächlich ein Griff ins Klo gestern. Hatten wir noch nicht so häufig, aber gestern war es dann mal soweit. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Wunsch drin, und zwar den Euro-Cut. Schaue ich mal gerade, den habe ich hier als großen Markt noch nicht drin. Da werfen wir jetzt gerne noch einen Blick drauf. Ich bereite das mal kurz vor. Euro-Cut. Da schmeißen wir das mal alles raus hier. Und dann bauen wir uns den mal hier schnell auf. Wo haben wir ihn? Euro-Cut. Bin ich denn blind? Da ist er doch. So. Okay. Daily, 4 Stunden Chart und Weekly. Das ist das, was mich interessiert. Wir beginnen auf dem Weekly, schauen uns das Ganze hier einmal an, sehen auch in der Übersicht. Ja, wenn wir hier in die Übersicht reingehen, sehen wir, okay, Wochenchart Trend noch aufwärts, Tageschart Trend noch aufwärts, aber schon relativ schwach geworden. Also zumindest der Trendindikator. Wenn man das Ganze jetzt rein markttechnisch betrachtet, sind wir hier auf dem Tageschart in einem Abwärtstrend. Was mir hier sofort ins Auge fällt im Wochenchart, ist dieses Doppeltop. Ja, Doppeltop im Wochenchart ist immer bärisch. Und wenn wir uns jetzt auch noch anschauen, an was für einem Niveau das entstanden ist, dann ist das hier innerhalb dieser großen Verkaufszone, an diesem riesen dicken Widerstandsbereich, den wir hier haben. Also ein ganz klares Zeichen davon, dass der Markt hier irgendwo bei 1,60 momentan gedeckelt ist, nicht weiterkommt.
Wenn wir uns die Sequenzen anschauen, dann sehen wir auch, dass das ein schwieriges Bild ist momentan. Wir kommen hier von oben, so, ja, und laufen hier, wenn wir uns die großen Sequenzen anschauen, dann laufen wir hier im Moment so. Das ist die übergeordnete Abwärtsrichtung. Und dann haben wir hier einen ganz klaren Wechsel durch dieses extreme Momentum, was hier gelaufen ist. Und im Moment sieht das Ganze so aus. Ja, hier kann jetzt tatsächlich alles passieren. Wir haben hier einen Doppeltop drin. Das kann sein, dass sich diese Bewegung ja jetzt hier nach unten weiter fortsetzt und wir unter das Tief gehen. Dann sind wir wieder langfristig ganz klar short ausgerichtet. Es könnte aber auch genauso gut sein, dass wir uns hier nach oben bewegen, über dieses hochgehen, dann sind wir langfristig long ausgerichtet. Ja, im Moment hängen wir hier so in der Mitte von dieser letzten Zone, in der Mitte von dieser letzten Range, die sich hier aufgebaut hat. Das schauen wir uns an. Ja, hier, wir hängen ungefähr in der Mitte. Bisschen ungünstig auf Woche. Ja. Wir haben eben auch gegensätzliche Signale. Wir haben dieses große Momentum hier auf der Aufwärtsseite, haben dann einmal hart korrigiert, haben diese Korrektur auch wieder komplett zurückgeholt. Das ist prinzipiell bullisch. Wir haben einen Wochentrend, einen Görschtrend, der hier aufwärts ist. Das ist prinzipiell bullisch. Wir haben aber hier allerdings eine negative Kreuzung der Stochastik. Das ist bärisch. Ja. Und wir haben dieses Doppeltop im Markt, das ist bärisch. Das heißt, hier widersprechen sich die Signale momentan so ein bisschen auf dem Wochenchart. Gehen wir in den Tageschart, wird die Sache ein bisschen interessanter. Wir haben im Tageschart hier unten drin relativ klar noch einen positiven Görschtrend. Der ist im Retracement der Markt. Ja, die aktuelle Sequenz ist diese. Das ist der aktuell laufende Abwärtstrend. Wenn wir uns das aber übergeordnet anschauen, könnte man sagen, hey, ja, wenn wir hier rausgehen, wenn wir aus diesem Teil rausbrechen nach oben, dann haben wir gute Chancen, dieses alte Hoch wieder anzulaufen. Das heißt, das wäre, da wir ja horizontale Ausbrüche nicht so gerne handeln, wäre das Einstiegslevel tatsächlich erst hier oben. Ja, und dann müsste man wirklich draufsetzen, dass man hier etwas höher reinkommt. Positiv ist auf jeden Fall diese Kreuzung hier von der Stochastik, die gerade stattfindet. Aber ansonsten ist es halt auch hier so, wir haben den intakten Abwärtstrend, wir haben einen RSI, der schwach ist und fällt, der auch tiefere Hochs macht. Und der Chart macht tiefere Hochs. Wir haben den Trendindikator, der hier doch deutlich an Schub verliert und hier auch relativ schnell in die Abwärtsrichtung drehen könnte. Also auch hier ein bisschen gemischtes Bild finde ich jetzt auch nicht so ideal. Im Prinzip ist es recht einfach. Wenn man das Ding bärisch sieht und gerne verkaufen möchte, sollte man das hier oben in diesem Bereich tun. Ja, entweder direkt nach Entstehen des Doppeltop. Ja, wir haben ja auch hier auf dem Tageschart ein ganz klares Doppeltop. Dann hat man den Einstieg beim Ausbruch unter diese Umkehrkerze hier. Das wäre der Short-Einstieg gewesen mit Stop hier oben. Oder wenn man das Ganze kaufen möchte, macht das Sinn, das hier unten im Support-Bereich zu kaufen. Das hier ist der Support-Bereich. Und dann ist diese Abwärtsbewegung noch nicht weit genug gelaufen. Ja, dann müssten wir sehen, dass sich dieser Abwärtstrend hier noch ein bisschen weiter fortsetzt, dass wir also hier so eine fortlaufende Abwärtssequenz kriegen, dass das jetzt hier der Test von dem letzten Hoch ist und wir dann hier runterlaufen und dann eben idealerweise von hier unten irgendwo wieder einen neuen Aufwärtstrend bekommen. Und dann kann man hier auch wieder long einsteigen. Ja, das sind also die Varianten. Das Level, wo wir jetzt aktuell sind, finde ich nicht ideal zum Kaufen. Und auch nicht natürlich ideal zum Verkaufen, weil wir, wie gesagt, hier unten direkt den dicken Support-Bereich haben. Also es ist so ein bisschen Niemandsland, in dem wir uns momentan hier im euro-kanadischen Dollar befinden. Ja, man kann jetzt natürlich in die kleinen Zeitebenen gehen hier und kann sagen, okay, ich trade das Ganze hier wirklich in der kleinen Zeitebene. Wir haben einen wichtigen Widerstandsbereich hier. Ja, das ist ein ganz wichtiges Verkaufslevel. Warum? Naja. Wir sind hier seitwärts gelaufen über viele Stunden in diesem Bereich
und haben dann hier diese extreme Momentumbewegung gesehen, die uns unter alle möglichen Tiefs gebracht hat. Nämlich die hat ein neues Tief hier gemacht, die ist unter das Tief gegangen, die ist unter das Tief gegangen. Ja, das ist ein ganz starker Verkaufsbereich. Und man sieht es auch schon, wir sind in den Bereich reingelaufen und sofort kommt hier die große Verkaufsbewegung. Ja, das Ganze könnte jetzt bis hier nochmal laufen. Na, hier ist noch ein wichtiger Bereich, der ist schon einmal angetestet. Von daher, wenn wir da durchlaufen, können wir durchaus dieses Tief hier nochmal angehen. Aber das sind so die Bereiche zur Unterseite. Wenn man kurzfristig long gehen möchte, kann man das eigentlich erst machen, wenn wir über dieses Hoch hier weggehen. Ja, und dann haben wir auf der Oberseite hier auch wieder so ein paar Widerstandsbereiche. Das ist hier. Da haben wir einen Widerstandsbereich und dann natürlich den hier oben noch. Ja, da sind wir hier auch schon mal reingelaufen. Das sind also so die nächsten Bereiche, die dann auf der Oberseite interessant wären für jemanden, der hier in der kurzfristigen Zeitebene das Ganze traden möchte. Na? Okay. Gut. Das wäre es im Prinzip soweit. Ich habe hier erstmal keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr wieder dabei wart, euch das Ganze hier angeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Für alle, die jetzt vielleicht auch später die Aufzeichnung schauen, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die auch gerne unten drunter packen. Dann würde ich da auch morgen im Verlaufe der Morgensession ab 8.30 Uhr nochmal drauf eingehen. Ja? Gut, und dann schauen wir, was wir morgen für Setups finden. Und für heute wünsche ich euch erstmal erfolgreiche Trades und sage bis morgen. Macht's gut und bye bye.